Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live von der Börse in Frankfurt. Und innerhalb dieser Woche hat der deutsche Leitindex ja schon mächtig an Boden gut gemacht. Am Donnerstag dann Gewinnmitnahmen und heute sind die Anleger etwas ja unentschlossen unterwegs. Die 13.000-Punkte-Marke, die stand schon zum Test hier auf der Agenda. Wir waren aber auch schon über der 13.100-Punkte-Marke, um jetzt im Prinzip rund um das Vortagesniveau zu sein bei 13.063 Zählern. Das bedeutet also einem moderaten Plus von 0,1%. Auf Wochensicht gesehen bedeutet das aber ein Plus von 580 Punkten in etwa. Also es ist hier schon einiges innerhalb dieser Woche bewegt worden. Vor allen Dingen natürlich war es das Thema, Joe Biden wird wohl der nächste US-Präsident und die Corona-Impfstoffhoffnung. Wir werfen einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. An Platz 1 sehen wir BioNTech. Wir sehen aber auch CureVac, NIO, Nordex und Alibaba. Und wir werfen einen Blick auf CureVac. Der in Tübingen erforschte Impfstoffkandidat gegen Corona ist auch bei einer Temperatur von plus 5 Grad mindestens 3 Monate haltbar. Zudem bleibt die Flüssigkeit bei Raumtemperaturen bis zu 24 Stunden als gebrauchsfertiger Impfstoff stabil. Das Ganze erleichtert den Transport als auch eben die Aufbewahrung. Und auch wenn CureVac auf der Zeitschiene einiges hinter BioNTech, Moderna oder AstraZeneca hinterher ist, ist der Impfstoffkandidat sehr vielversprechend. Und bei Bedarf ist eben dann auch einiges an Nachfrage da, heißt es. Wir werfen einen Blick auch auf Alibaba. Der Singles Day, er ist vorbei und jetzt heißt es erst einmal durchatmen für Chinas Paketboten und alle anderen Menschen, die eben im Online-Shopping ihren Job haben und damit zusammenhängen. Denn die endgültigen Zahlen bestätigen eindrucksvoll, was bereits im Vorfeld absehbar war. Das E-Commerce-Geschäft in China, es läuft stark. Viele Zahlen, die Alibaba meldet, übersteigen die Vorstellungskraft. Es wurden über Alibabas Logistiknetzwerke 2,32 Milliarden Bestellungen abgewickelt. Die Zahl der Bestellungen pro Sekunde, die lag bei bis zu 583.000 und mehr als 800 Millionen Kunden wurden beim Singles Day 2020 bedient. Das Ganze passt ins Bild, denn operativ läuft es rund bei Alibaba. Nun der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Auch da an Platz 1 BioNTech, gefolgt von CureVac, SAP, NIO und Nordex. Und wir werfen einen Blick auf Nordex, die starken Geschäftsziele am Montag. Die hat die Aktie bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen eine beeindruckende Rallye aufs Parkett gelegt. Und unter dem Strich hat der Turbinenbauer aber auch in den ersten 9 Monaten einen hohen Verlust eingefahren. Die roten Zahlen, sie sind aber eben keine Überraschung. An der Börse schaut man nämlich eher voraus auf das kommende Jahr. 2021 rechnet der Konzern mit einer positiven Entwicklung und 2022, da sollen die Erlöse von rund 5 Milliarden Euro erzielt werden. So viel von mir und hier. Ich wünsche ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn Sie dann am Montag auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.